Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit einem Endometriose-Fallbeispiel starten, dargestellt im Online-Magazin Good Impact. Es geht hier um eine 31-jährige Frau. Ich zitiere: Für meine Ärztinnen war ich immer eine Hypochonderin. Es hieß, meine Menstruationsschmerzen seien normal. Ich solle mich nicht so anstellen. Mit 14 wurden die Schmerzen so schlimm, dass ich anfing, die Pille zu nehmen. Das hat es etwas besser gemacht. Trotzdem musste ich jeden Monat Schmerzmittel nehmen. Das Schmerzmittel Buscopan habe ich geschluckt wie Smarties. Während der ersten Tage der Blutung, ich hatte krampfartige Schmerzanfälle, ich konnte mich kaum bewegen. Dann half nur liegen, atmen und warten, bis es besser wurde. Manchmal bin ich ohnmächtig geworden oder musste mich übergeben. Erst als ich 27 war, entdeckte man bei einem MRT zufällig eine 8 cm große Zyste an einem Eierstock. Ich ging daraufhin zu einer neuen Frauenärztin, die direkt den Verdacht Endometriose äußerte. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es eben schon gehört. Endometriose zählt zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen und ist dennoch weitgehend unerforscht. Betroffene leiden oft, wie in diesem Fallbeispiel, unter chronischen Schmerzen, starken Regelblutungen, Übelkeit und Kreislaufschwäche. Nicht selten ist der ganze Alltag der Betroffenen durch Schmerzen geprägt, sie sind stark eingeschränkt. Und Betroffene leiden überdurchschnittlich oft an Unfruchtbarkeit und wir wissen, was das bedeuten kann bei Kinderwunsch. 10 bis 15 Prozent aller Frauen und Menschen mit Uterus im fortpflanzungsfähigen Alter sind von Endometriose betroffen. Allein in NRW sind das über 400.000 Personen. Es braucht im Schnitt 7 bis 10 Jahre ab dem ersten Symptom, bis die Betroffenen eine Diagnose erhalten. Denn viele Menschen kennen die Krankheit gar nicht, auch weil Themen rund um Menstruation zwar im Schulunterricht behandelt werden, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielen, häufig noch ein Tabu sind. Mädchen und Frauen mit starken Menstruationsschmerzen werden viel zu oft nicht ernst genommen, wie in unserem Fallbeispiel. Vielmehr wird dies normalisiert und Betroffene so davon abgehalten, sich medizinische Hilfe zu suchen. Doch auch wenn die Diagnose dann endlich gestellt ist, sind die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. Eine Chance auf Heilung besteht bisher nicht, die Ursachen der Krankheit sind bis heute unbekannt. Einzelne Symptome können zwar behandelt werden, doch auch hier haben Betroffene häufig einen beträchtlichen Aufwand, bis sie die passende Behandlung erhalten. Und klar ist, das haben wir eben auch schon gehört, hier müssen wir für Verbesserung sorgen. In unserem Antrag setzen wir deswegen mit einem breiten Maßnahmenpaket an. Unsere Ziele sind erstens mehr Aufklärung rund um Endometriose und den damit einhergehenden Symptomen. Zweitens, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. So muss der aktuelle Wissens- und Forschungsstand auch in die Aus- und Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte einfließen und natürlich auch des anderen medizinischen Fachpersonals. Und drittens müssen wir dringend die Datenlage zu Endometriose durch Forschung verbessern. Der Bund hat hierfür bereits mehr Gelder bereitgestellt. Ein besonderer Fokus soll hierbei auf interdisziplinären Forschungsansätzen liegen, damit neben Schmerztherapie auch die psychosoziale und psychotherapeutische Betreuung der Patientinnen weiterentwickelt und sichergestellt werden kann. In der Medizin herrscht weiterhin ein Gender Bias und ein Gender Data Gap. Zur Erläuterung, der Fokus liegt immer noch auf dem Mann als Norm und noch viel zu wenig auf der Frau mit ihren eigenen Symptomen und Erkrankungen. Es gilt als übergeordnetes Ziel, dieses Ungleichgewicht im Sinne einer geschlechtergerechten Medizin endlich abzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Endometriose ist eine schwere chronische Krankheit, die tausende Frauen und Menschen mit Uterus in unserem Land betrifft. Ihr Leid wird viel zu häufig nicht ernst genommen, sie werden viel zu oft nicht unterstützt und allein gelassen. Wir senden heute aus dem Landtag ein wichtiges Signal an die Betroffenen. Wir sehen das Leid. Wir sehen,
Der Handlungsdruck ist hoch. Und deswegen freuen wir uns ungemein, dass wir gemeinsam mit den demokratischen Fraktionen diesen wichtigen Antrag heute einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Thoms. Und für die FDP spricht die Kollegin Müller-Rech.